Hallo und herzlich willkommen mit Schnupfen Ben im Wald. Und zwar heute die übliche Adventskalender-Waldbegehung. Das gibt es ja auch schon, seit es den Adventskalender gibt. Grundsätzlich eine Waldbegehung und die fangen wir jetzt hier an. Da hinten ist das Dorf. Das Dorf ist Kandern. Ich bin diesmal ein bisschen weiter weg. Ich habe die sonst immer bei mir daheim ums Eck gemacht. Oder zumindest mal eine Stunde weg oder sowas. Aber diesmal bin ich doch deutlich weiter weg. Kandern liegt im Südschwarzwald, also im Süd-Südschwarzwald. Man könnte es vielleicht als Tor zum, also südliches Tor zum Schwarzwald bezeichnen, wenn man das dann gerne möchte. Wenn man den Westweg gelaufen ist, ist hier auch lang gekommen. Das machen wir nämlich. Also der Westweg ist der berühmte Fernwanderweg durch den Schwarzwald. Der geht in Pforzheim los und hört in Basel auf und geht einmal komplett durch den Schwarzwald. Ist 300 irgendwas Kilometer lang, meine ich, Angabe ohne Gewähr, weiß ich nicht auswendig, aber ich meine schon, also mindestens 280, sowas um den Dreh. Und ja, eines der letzten Stücke, beziehungsweise für viele Leute wird es die letzte Tagesetappe sein, ist von Kandern, wenn man dann regulär, legal in Kandern in einem der möglichen Übernachtungsetablissements, da gibt es einige, zum Beispiel die Schnecke. Die Schnecke ist gut. Ja? ist dann auch ein schönes Statement zur Wandergeschwindigkeit, die man möglicherweise auf dem Weg hierher gehabt hat, beziehungsweise jetzt am letzten Tag dann vielleicht noch haben wird. Üblicherweise wandert man den Westweg von Nord nach Süd, drum ist das für viele Leute hier die letzte Etappe. Gut, und diese letzte Etappe verläuft eben gleich, nachdem man aus Kandern rauskommt, über diesen Weg, auf dem ich hier jetzt stehe. Ne? Das ist der Zustieg zur sogenannten Wolfsschlucht. Ja, und die wollen wir uns heute angucken. Das ist so ein bisschen der Plan. Und ich werde da entsprechend kommentieren, was es entlang des Weges meiner Meinung nach zu kommentieren gibt. Habe ich was im Gesicht oder hängt da was auf dem Display? Wahrscheinlich beides. So, und ja, wenn man dann die Bahngleise überschreitet, dann bekommt man diesen Anblick da hinten. Und ich hoffe, das könnt ihr sehen. Da fehlt der Wald. Stattdessen stehen da so ein paar Plastikröhren rum. Das sind Wuchshülsen, die dazu dienen, beziehungsweise Verbissschutzhülsen, dass der junge Wald da nach Möglichkeit besser nachwachsen möge, weil er ja jetzt eben geschützt ist, dadurch, dass er in so einer Hülse drin ist, der kleine Einzelbaum. Dass da hinten der Waldweg fehlt, liegt daran, dass wir da einen Fichtenbestand hatten, der eben im Rahmen der 18er, 19er, 20er Trockenheit ausgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es Käfer gewesen sind oder einfach nur die Trockenheit, aber der Wald ist hier doch stark verjüngt worden. Wenn wir jetzt mal hier nach oben gucken, dann stellen wir fest, ja okay, so viele große Bäume stehen da nicht rum, mit einer Ausnahme, und die werden wir uns auch gleich näher angucken. Die Tatsache, dass hier auch nur so junger Wald rumsteht, das ist ein Ahorn-Hasel-Gebüsch. Hasel deswegen, weil viel Licht da ist, dann kommt die immer. Ahorn deswegen, weil ja, der ist halt noch übrig geblieben, beziehungsweise das waren schon ein paar junge Ahörner vorhanden, als zuletzt der Wald hier zusammengebrochen ist. Schwer zu sagen, ob das, was hier dran schuld ist, dass wir nur so einen jungen Wald haben. Vielleicht war es eine reguläre Baumfällmaßnahme. Wir befinden uns hier direkt an den Gleisen. Und wenn man die Gleise frei halten möchte, dann hat man nebendran gerne lieber einen jüngeren Wald als einen älteren Wald, wo, wenn dann die Bäume zu alt werden, eben das Risiko, dass mal einer auf die Gleise fällt, zunimmt. Das könnte sein. Ich glaube nicht, dass es ein Nachlotharwald ist, aber ein Sturmwurf könnte es potenziell theoretisch auch gewesen sein. Also ein Direktnachlother. Also irgendwann mal. Lothar war ja vor 23 Jahren. Also, und wer das jetzt nicht noch kurz zum Verständnis, Lothar ist ein Sturm, ein Orkan, der 1999 am zweiten Weihnachtsfeiertag große Teile des Schwarzwalds weggefegt hat. Ist somit der wichtigste Sturm hier für die Region. Das nur am Rande angemerkt, weshalb hier möglicherweise noch nicht allzu viel Wald vorhanden ist. Dass der Bergahorn, eben also die meisten Stangen, die ihr da sehen könnt, ein paar sind Hasel, aber die allermeisten sind Bergahorn, gerade die etwas weiter weg sind, hier so gut wächst als junger Baum. Das ist eine Entwicklung, die wir deutschlandweit beobachten können. Sämtliche Laubmischwälder, die irgendeinen Bergahornanteil haben, die scheinen hervorragend wachsen zu wollen, die jungen Bergahörner. Ne? An der Stelle nochmal kurz der sichere, wichtige Hinweis, es heißt Bergahorn. Plural Bergahorne wahrscheinlich, nicht Bergahörner. Aber das klingt viel schöner, deswegen sage ich das immer. Ne? Also liebe Kinder, sagt Bergahorne. Hört nicht auf mich und sagt nicht Bergahörner. Und damit mache ich jetzt trotzdem weiter. So, und das sieht man hier auch nochmal ganz schön. Die wachsen einfach sehr zuverlässig, verjüngen sich sehr, sehr gut und können so eine leichte Schattsituation, nicht volles Licht, aber
auch nicht richtig schattig. Das kann der Bergahorn offensichtlich die letzten Jahre und vielleicht schon das letzte Jahrzehnt hervorragend ausnutzen, um wirklich ausgesprochen gut sich wieder anzuwachsen, nachdem irgendwas anderes den Altbestand vernichtet hat. Das ist dahingehend eine positive Nachricht, dass der Bergahorn durchaus ein potenter Baum ist. Der liefert gutes Holz, der wächst auch einigermaßen gut flott. Und also für Laubholz hat er schon eigentlich ein ganz ordentliches Holz. Da kann man schon definitiv was machen draus. Und ja, von daher, alles super, ist doch prima, dass der toll wächst. Wenn da nicht das Problem wäre, dass auch beim Bergahorn, wie bei vielen Bäumen, die gut wachsen, ein kleines Aber damit verbunden wäre. Leider, ne? Mir wäre es ja lieber, wenn es das Aber nicht gäbe. Der hat die sogenannte Rußrindenkrankheit inzwischen. Das ist ein Schwächeparasit, ein Pilz, pilzlicher Schwächeparasit, der vor allen Dingen geschwächte Ahorner befallen kann. Dann im Ahorn drin lebt, bis der Ahorn irgendwann nochmal geschwächt ist. Und dann bricht die Krankheit aus. Und dann bildet sich unter der Rinde, wohlgemerkt unter der Rinde, nicht auf der Rinde, das ist ein wichtiges Bestimmungsmerkmal, ein schwärzlicher Belag, der erstens aus ein bisschen Myzel und zweitens vor allen Dingen aus den Sporen des Pilzes besteht. Während der Pilz vorher quasi das Kambium bzw. den Bast des Ahorns stark geschädigt bzw. diesen einfach aufgefressen hat. Ja, das Wichtigste am Baum, das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt, in der Hoffnung, dass ihr treue Zuschauer seid und das nicht das Erste ist, was ihr von mir seht. Der wichtigste Teil vom Baum ist ja immer der Bereich direkt unter der Rinde, der sogenannte Bast bzw. das Kambium. Beides, ne? Außerhalb vom Kambium, also unter der Rinde, die wir sehen können, außen am Baum, befindet sich gleich die innere Rinde. Das ist der Bast. Der ist wichtig, weil da ist das sogenannte Phloem. Da wird der Zucker aus den Blättern transportiert. Und durch die Tatsache, dass das eben alles transportiert wird, ist da auch immer viel Zucker drin. Vergleichsweise viel. Ne? Jetzt nicht so, dass wir das essen könnten im großen Stil und dann satt nach Hause gehen. Aber für einen Käfer oder einen Pilz reicht's. Ja? Und das spielt also eine große Rolle. In dem Zusammenhang, das Kambium selber ist auch ziemlich energiereich, also die Wachstumsschicht des Baums, mit der er immer dicker wird, das sekundäre Dickenwachstum nennt man das dann. Und beides ist halt lecker, ne? Nicht nur für den Borkenkäfer, der holt sich das bei der Fichte, sondern auch eben für verschiedene Pilze, die sich das dann bei verschiedensten anderen Bäumen eben auch gerne einverleiben. Natürlich gibt es dann auch nochmal Käfer, die das dann zusätzlich nochmal tun und dann kommt eins zum anderen und es ist selten ein Schädling, der einen Baum umbringt, sondern es sind dann immer gleich viele, die sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. So, und diese Rußrindenkrankheit macht das jetzt eben auch, frisst also quasi den Bast und das Kambium auf, einfach erklärt, und stattdessen macht er da dann halt eben sein Sporengewebe und die Sporen sind halt leicht schwärzlich und irgendwann fällt dann die ausgetrocknete Rinde, weil sie von innen nicht mehr versorgt wird, weil ja keine Verbindung mehr zum Stamm, zu den Wasserleitungen, zum lebenden Teil des Baums mehr vorhanden ist, fällt die Rinde einfach runter und dieses schwärzliche Innenleben kommt zum Vorschein. Also wie so ein Tumor unter der Rinde, der vor sich hin wächst. Das trifft es eigentlich ganz gut. Streng genommen ist es natürlich kein Tumor, aber naja. So, und das Blöde ist jetzt, dass diese Sporen dieser Rußrindenkrankheit dann in der Gegend rumfliegen können und die können Allergien auslösen. Das ist zwar sehr selten der Fall, aber das geht und davon abgesehen ist der Baum dann tot. Ja, also es ist so eine gewisse Gefahr für den Menschen. Wenn man sehr viele von diesen Sporen einatmet, kann man übrigens auch eine Staublunge bekommen, beziehungsweise eine Bergmannslunge, früher der Bergmann, der Kohle gekloppelt hat. Ja, dauernd Steinstaub beziehungsweise Kohlestaub eingeatmet. Das ist genau dieselbe Krankheit, die man auch als Forstwirt bekommen kann, wenn man ständig den Staub von der Rußrindenkrankheit einatmet. Aber ein bisschen Entwarnung, da muss man sich schon verdammt große Mühe für geben, um das hinzukriegen, so viel von dem Zeug einzuatmen. Ne? Also das ist schon sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und auch das Ding mit den Allergien, ja, möglich. Wahrscheinlich, na, eher nicht. Aber in jedem Fall ist die forstliche Zukunft des Bergahorn damit, obwohl der so toll wächst, nicht endgültig geklärt. Und wir können nicht absolut sagen, oh ja, die Zukunft des Bergahorns, die sieht total rosig aus. So, hier kommt ins Bild der eine Dicke, der hier noch steht. Wenn wir da mal nach oben gucken, stellen wir fest, ja, außer dem Dicken hier. Und wo ist denn der andere?
Ist ja schon der da hinten. Ja, das ist schon der da hinten. Den sehen wir gleich. Gibt es hier gar nicht so viel Dickes. Das ist der einzige dicke Baum tatsächlich im Umkreis von 150 Metern. Naja, mit den anderen da hinten, die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die einzige Baumart, zumindest im Umkreis von 150 Metern, die hier überhaupt stehen geblieben ist, ist kein Fall, wo das immer, dass das immer so wäre. Aber manchmal ist sie halt doch die einzig Überlebende, weil beim großen Wegsterben der Fichten, wo die Ahörner stehen, mag vorher auch ein Fichtenwald gewesen sein. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Dann bleibt halt von Seiten der Nadelbäume nur derjenige stehen, der eben keine Fichte ist. Ja, bester Schutz vorm Fichtenborkenkäfer sei keine Fichte. Und das hat die Douglasi hier schon mal grundsätzlich richtig gemacht. Sie ist nämlich keine Fichte und dementsprechend steht sie noch. Ne? Der Borkenkäfer, Fichtenborkenkäfer, konnte ihr nichts anhaben. So, woran erkenne ich eine Douglasi am Wegesrand vom Stamm her? Hier seht ihr diesen roten Streifen. Ja, den seht ihr. Das sieht so ein bisschen aus, als sei die Rinde, als der Baum dicker geworden ist, einfach eingerissen und das Innere der Rinde, das nackte Fleisch, kam zum Vorschein. Ne? Und das Innere der Rinde bzw. nacktes Fleisch ist rötlich bei der Douglasie. Und daran kann man sie sehr gut erkennen. Douglasien wachsen fast immer so schnell, dass sie ab einer gewissen Dicke, der Jungbaum noch nicht, das gilt also erst für ältere Bäume, für den Jungbaum muss man dann über die Nadeln zur Bestimmung. Das ist an der Rinde allein nur mit sehr viel Erfahrung möglich, sage ich jetzt mal. Ne? Aber beim Altbaum diese aufplatzende Rinde, diese in Wachstumsrichtung verlaufenden rötlichen Canyons sozusagen, Narben, wie immer man das nennen möchte. Ne? Ich zeige es euch nochmal und ihr sucht euch einen Namen dafür aus, der euch für euch passt. Wenn ihr sowas an einem Nadelbaum seht, dann ist es eine Douglasie. Ja? Also die hat auch fast immer dann eine gewisse Mindestdicke und steht häufig am Wegesrand, so wie hier. Übrigens, nur weil man eine Douglasie ist, ist man nicht unbedingt immun gegen diverse Schadinsekten. Schaut mal da. Da habt ihr ein schönes rundes Bohrloch hoffentlich gerade gesehen. Und ja, so ein schönes rundes Bohrloch weist dann eben darauf hin, dass irgendjemand Bock hatte, sich da mal reinzubohren und sich das Innere der Douglasie mal genauer anzugucken. Ne? Allerdings ein Fichtenborkenkäfer ist das in dem Fall nicht gewesen. Da kommen jetzt verschiedene bohrtätige Tiere in Frage. Kann ich euch jetzt nicht sagen, was das gewesen ist. Ich könnte eine lange Liste aufzählen, aber das lassen wir sein. So. Ja, also die Douglasie kann durchaus als Last Man Standing eine durchaus tolle Option sein, eine Wiederbewaldung wieder herbeizuführen. Hier ist die nächste. Und wenn wir mal nach da oben gucken, ne, diese vereinzelten Douglasienkronen, die sehen jetzt nicht sensationell aus, sind aber mit Abstand das größte und schattwerfendste, was dieses Gebiet hier zu bieten hat. Auch im Sommer. Wenn die Laubbäume ausgetrieben sind, dann ist natürlich der Boden deutlich schattiger. Aber die Douglasien waren ja schon da, als die Ahörner hier noch gar nicht losgelegt hatten und als das noch eine weitgehende Kahlfläche gewesen ist. Und dann sind eben ein paar überlebende Bäume ganz einzigartig und toll, um einen gewissen Schatten auf der Fläche aufrechtzuerhalten und gewisse wandernde Schattenflächen auf dem sonst schattenfreien Boden sozusagen zu bilden. Und an diesen Schattenflecken, da reicht es dann häufig schon nicht mehr für das, was hier überall wächst, nämlich die Brombeere. Ja, die will Licht, braucht ein gewisses Mindestlicht und wenn sie dieses Mindestlicht hat, dann kann eigentlich nichts die Brombeere aufhalten. Die Brombeere wuchert über die meisten jungen Gehölze drüber hinaus und nur mit etwas Schatten kann man quasi, was die Douglasien hier geliefert haben, kann man dann verhindern, dass ja, die Brombeere überhand nimmt und wenn sie das tut, dann gibt es halt keinen neuen Wald fürs Erste. Oder man schneidet sie weg und pflanzt dann halt und so weiter. Da gibt es also schon noch Möglichkeiten, aber es ist dann erheblich mühsamer und erheblich teurer, an einen neuen Jungwald heranzukommen. So,
Da ja schon ganz schön was erzählt. So viel wollte ich ja noch gar nicht labern hier am Anfang. Ja, jedenfalls ist der Plan, ich hatte es ja schon hoffentlich gesagt, wir laufen jetzt Richtung Wolfschlucht und die ist dann auch eigentlich das Highlight der Veranstaltung. Der Weg dahin ist mir jetzt so Mittel zum Zweck und ich habe die Kamera halt schon mal ausgepackt und ich bin im Wald, also finde ich was zum Erzählen. Es ist ein Elendleben. Das ist eine Lerche. Ja, übrigens, das da ist das Westweg-Symbol, die rote Raute für den Original-Schwarzwald-Westweg. Und warum ist das eine Lerche? Naja, sie hat hier diese typische Schuppenborke. Und wenn wir dann mal hochgucken, dann stellen wir fest, da gibt es noch so ein paar leichte gelbliche Nadeln da dran. Also entweder ist das ein starke Chlorose habende Kiefer, die gerade an einer Chlorose zugrunde gegangen ist. Eine Chlorose wäre eine Gelbfärbung der Nadeln. Ja. Oder es ist einfach eine Lerche im beginnenden Winterzustand. Sprich, es hängen noch ein paar gelbe Nadeln dran, weil die Lerche ist ja unser einziger, also in Deutschland angebauter, einziger nennenswert häufig vorkommender, immer wechselgrüner Nadelbaum. Theoretisch gäbe es noch ein paar andere, die man da anbauen könnte, aber wir reden jetzt mal von den häufigen. Und da ist es, was ihr im Wald seht, was als Nadelbaum jeden Herbst bzw. Anfang Winter jedes Jahr wieder aufs Neue stirbt und dann am nächsten Frühjahr wieder austreibt, ne? Dann ist es eben nicht tot, sondern es ist einfach nur eine Lerche. Ja, die an der Rinde zu erkennen, ich kann euch da nicht wirklich einen Tipp geben. Merkt, versucht es euch mal zu merken, wenn ihr so eine ähnliche Rinde seht, auch wenn die dicker wird, sieht sie genauso aus, fast, und guckt mal nach oben und dann werdet ihr recht schnell erkennen, ob es sich um eine Lerche handelt oder nicht. Weitere Bestimmungsmerkmale. Blätter findet man nicht am Boden, ist ja ein Nadelbaum, also zumindest keine Blätter im klassischen Sinne. Klar, ein paar Nadeln können am Boden liegen. Was man aber am häufigsten findet, ist Lerchenzweige. Und, oh, Entschuldigung. Und Lerchenzweige sind auch einfach bestimmbar, weil die haben hier diese Knubbel, ne? Seht ihr, das ist charakteristisch. So sieht eigentlich fast nur ein Lerchenzweig aus. Und wenn dann sogar noch ein Zapfen dranhängt, wie hier zu sehen, so kleine Osterschokoeier förmige Zapfen plus dieser knubbelige Zweig. Ja? An den Knubbeln sitzen normalerweise die Nadeln, das nennt man Kurztrieb, ein so ein Knubbel. Und auf diesem Kurztrieb sitzen halt die Nadeln. Dann wächst der Kurztrieb im nächsten Frühjahr ein kleines Stückchen und dann setzen sich wieder neue Nadeln obendrauf und dann wächst da wieder ein kleines Stückchen und dann gibt es wieder neue Nadeln obendrauf, solange wie er halt hält und irgendwann fällt er halt runter. Und dann liegen die Dinger hier am Boden. Also grundsätzlich gilt, ist man im Herbst-Winter unterwegs und ist sich nicht sicher, mit welcher Baumart man es zu tun hat. Man kann es mit dem Stamm versuchen, man kann als Profi, macht man Knospenbestimmung, sucht sich einen Ast mit Knospe und bestimmt die Knospe. Das ist am sichersten, aber auch mit Abstand am schwierigsten. Kommt drauf an, manche Bäume kann man nicht am Stamm identifizieren, da geht das schlicht nicht. Dann ist natürlich Knospe wieder einfacher, aber die simpelste Methode, zumindest wenn der Winter noch nicht allzu fortgeschritten ist, auf den Boden gucken, Blätter aufheben oder das, was halt sonst da am Boden rumliegt, was eventuell zur Identifizierung dienen könnte. Und dann weiß man möglicherweise auch schon Bescheid. So, ja, hoppla. Ich sollte nun wieder beim Laufen auch auf den Boden gucken. Der ist nicht ganz eben. Das hier ist insgesamt nur noch wohlgemerkt, eben ein junger Wald. Das wird sich gleich noch ändern. Und ich gucke mal, ob ich jetzt noch irgendwas zu erzählen finde. Mach an der Stelle aber jetzt mal einen Schnitt. So, und hier geht's weiter und zwar mit dem unschönen Thema verwirrliche Bäume. Ne? Die Dinger hier jetzt. Ja, jetzt im Gegenlicht etwas schwierig. Aber auf den ersten Blick sehen die ziemlich douglaselig aus. Ja? Auf den zweiten Blick sehen die immer noch ziemlich douglaselig aus. Und es sind auch Douglasien, aber das Fiese ist jetzt, guckt man jetzt auf den Boden und da liegt ein Zweig unter den Douglasien, weil blöderweise das da hinten, diese Nadelbäume da, das sind eben keine Douglasien. Von da muss der Zweig gekommen sein. Ich hatte jetzt auch gerade einen kleinen verwirrten Moment. Das ist nämlich ein Tannenzweig, also Weißtanne. Und zwar ein untypischer.
Weil normalerweise bei der klassischen Weißtanne wäre es so, dass die Nadeln gescheitelt sind. Ja, die stehen also so am Zweig, dass sie nicht wie jetzt, wartet, ich stelle mich mal so rum, dann sieht man es besser, die stehen zu allen Seiten weg. Das nennt man radiär, eins von beiden, ausgerichtet. Ne? Also in alle Richtungen vom Zweig wegstehen. Normalerweise sollten sie nur, wie wenn man sich einen Mittelscheitel auf das noch, falls bei euch noch vorhandene Haupthaar streicht, ja, und dann stehen die Haare zu links, zur linken Seite vom Kopf weg, zur rechten Seite vom Kopf weg, in der Mitte sind keine, beziehungsweise nach oben und unten. Unten geht ja nicht, aber nach oben stehen keine weg. Und normalerweise wäre eine Tanne so orientiert von den Nadeln her. Ja, das ist diese hier nicht. Deswegen könnte man im ersten Moment denken, weil eine Douglasie ist das im Regelfall auch nicht. Häufig nicht, häufig, manchmal schon. Das ist bei Douglasie wirklich so ein bisschen schwierig. Mein erster Instinkt wäre dann also schon gewesen, das könnte Douglasie sein. Aber wenn man sich jetzt mal die Nadelrückseite anguckt, das weiß nicht, ob man das sehen kann, falsche Kamera für solche Späße, da finden wir, je nachdem, wo ihr eine Nadelrückseite gerade seht, da finden wir einen weißen Streifen. Das ist ein sogenannter Stomata-Streifen. Das Fiese ist jetzt, den hat die Fichte nicht. Fichte ist es also schon mal nicht. Ja? Die Nadeln pieken auch nicht. Wenn man diesen hier macht, tut nicht weh. Es ist also auf jeden Fall wirklich definitiv nicht Fichte. Ist es jetzt die Tanne oder ist es jetzt die Douglasie? Weil die Douglasie hat auch einen weißen Streifen hinten auf der Nadel. Jetzt hat man dann irgendwann mal so ein Gefühl, spätestens wenn man die Nadel anfasst, eine Tannennadel ist recht starr. Das sind jetzt sehr weiche Tannennadeln. Das ist also wirklich ein äußerst schwieriger Zweig. Aber es sind Tannennadeln. Und spätestens, wenn man dann wirklich gar nicht mehr weiß, ist es jetzt eine Tanne oder ist es eine Douglasie, ich bin verwirrt, dann rupft man sich zwei Nadeln ab oder drei oder vier oder fünf, oder wenn der Ast sowieso schon runtergefallen und tot ist, kann man auch gerne alle Nadeln abrupfen, reibt die fest zwischen den Fingern, wirklich fest, und riecht dann mal, und dummerweise habe ich zu sehr Schnupfen, um das identifizieren zu können, aber ich hoffe, ihr glaubt mir trotzdem, das war eine Tanne. Tanne riecht deutlich weniger intensiv als Fichte, leicht nach Zitrone, je nachdem wie frisch die Nadel ist. Je frischer, desto intensiver der Geruch. Während die Douglasie eher so ein leichtes Orangenaroma hat. Das ist aber eine hochindividuelle Angelegenheit. Ich mache die Umfrage immer gerne auf Waldführungen. So, um was riecht ihr jetzt? Und auf Zitrus kann man sich einigen, aber ob das jetzt ein zitroniges oder ein orangiges Zitrus ist, da gehen die Meinungen auseinander. Aber die Gerüche sind unterschiedlich. Probiert das einfach mal aus im Wald. Wenn ihr das drei, vier Mal korrekt gerochen habt, bei einem Baum, wo ihr euch sicher seid, dass es eine Douglasie oder eine Tanne ist, dann speichert das Gehirn Gerüche erstaunlich gut ab und man kann sich dann bei der Bestimmung immer sicher sein. So, und hier hängt jetzt noch so ein Zweig im Weg. Was ist jetzt das? Das ist jetzt tatsächlich wirklich die Douglasie. Auch da sind die Nadeln mehr radial als gescheitelt angeordnet, haben so einen Hauch von gescheitelt, sind spitz zulaufend, anders als bei der Tanne, da sind sie immer stumpf, da piekt aber gar nichts, die Nadeln sind total weich und geben sofort bei jeder Berührung nach. Unsere Tannennadeln da hinten waren eben verarschte Tannennadeln. Normalerweise sieht das bei der Tanne deutlich noch mal einen Tick starrer aus als das, was wir da eben hatten, und bei der Douglasie wirklich mindestens so weich wie das, was wir jetzt hier sehen. Die Nadeln sind häufig auch länger und den weißen Streifen auf der Rückseite, den muss man suchen. Der ist zwar vorhanden, den werdet ihr jetzt auf der GoPro aber wahrscheinlich überhaupt nicht sehen können. Den sieht man also wirklich am besten mit einer guten Kamera oder mit bloßem Auge, und er ist deutlich weniger auffällig. Auch sind die Nadeln insgesamt von der Grünfärbung her heller. Tannennadeln sind sehr dunkel gehalten für Nadelbaumnadeln, während Douglasiennadeln eher im hellen Spektrum einzuordnen sind. Das sieht man aber auch nur, wenn man beides nebeneinander hält und eine gute Farbsehfähigkeit mitbringt. Ne? So, und wenn man hier jetzt den Olfaktorik-Test macht, also sprich ein paar Nadeln runterreißen. Oh ja, das riecht sogar durch den Schnupfen hindurch. Also Douglasie, auch Duftfichte genannt, es ist auffällig. Ja? Tanne muss man feste reiben, damit man es merkt, dass die nach was riecht. Douglasie, das merkt man sofort. Also wie gesagt, sogar durch den Schnupfen. Ja, und dann haben wir hier einen Baum. Diejenigen von uns, die Seven vs. White verfolgen, hier das da, kennen den. Der wächst da nämlich auch in groß. Hier gibt es tatsächlich auch ein
paar recht beeindruckende Exemplare. Ich gucke mal, ob ich da hinten schön hochkomme, ohne mir weh zu tun. Ja, da geht's. Und das ist ja praktisch, dass hier das Ding hier rumsteht. Ne? Da hinten ist der Stamm. Ich hoffe, man kann ihn sehen da im Dickicht. Und hier einmal Zweig. Und was wir hier sehen, ist sogenanntes Schuppenlaub. Ja? Ein paar von euch kennen das vielleicht schon. Es ist also so ein Mittelding aus Blatt und Nadel. So richtig nadelförmige Nadel ist es nicht. Die werden auch jedes Jahr nicht abgeworfen, sondern die werden jedes Jahr ein Stückchen länger. Und ja, werden dann hin und wieder auch abgeworfen, ja, dann aber als Ganzes. Und eine Nadel ist normalerweise, also die richtige Nadel, die ist halt ein Einwegprodukt, die wächst, hängt dran, macht nichts mehr außer Photosynthese, wird nicht größer, während sie dranhängt, und wird im Schnitt ungefähr alle 7 Jahre ausgetauscht. Ne? Also die halten etwa 7 Jahre. Und das ist hier anders. Diese Schuppen kommen dadurch zustande, dass da eben ein Wachstum der Schuppen stattfindet. Die werden also jedes Jahr ein ganz kleines bisschen länger. Die haben ein Apikalmeristem. Ja, und der häufigste und vor allem der auch baumförmig mal im Wald rumstehen kann, das ist, glaube ich, auch eine. Nein, ist es nicht, Entschuldigung. aber da hinten steht sie zumindest. Das ist Thuja plicata, und das ist auch einer der 2 zentralen Bäume, die man nur wen es interessiert, bei Seven vs. Wild auf der kanadischen Insel, wo das stattfindet, also die 3. Staffel, sehen kann. Genau so einer. Ne? Also die kann man bei uns auch anpflanzen, mit dem Unterschied, dass sie bei uns nie so groß werden, wie das zum Beispiel in ihrer kanadischen oder sagen wir amerikanischen Heimat der Fall ist. Die haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet über große Teile Nordamerikas. An einigen Stellen sind sie häufiger, an anderen Stellen sind sie seltener. Aber ja, man kann jetzt nicht sagen, das sei ein kanadischer Baum. Kirschlorbeer, meine Nemesis. Falls jemand sich an meine Baumbestimmungskurs, ich glaube 2020 war der oder 2019, ich weiß es nicht mehr, dreiteiliger Baumbestimmungskurs erinnert, da hatte ich im ersten Teil dieses Baumbestimmungskurs, um dann später im zweiten oder dritten Teil zu Kreuze zu kriechen und zu sagen, dass das falsch war, das Ding hier mit dem Rhododendron verwechselt. Ein wirklich, wirklich peinlicher Fehler und wie gesagt einer meiner großen Nemesis-Pflanzen, der Kirschlorbeer. Erkennt man daran, dass der diese glänzenden Blätter hat, ja, das müsstet ihr gerade sehen können, die fühlen sich wachs- bzw. gummiartig an. Hoppla, und da war der Akku leer. Aber ja, hier Kirschlorbeer oder Lorbeerkirsche, man kann sich da ein bisschen streiten. Meiner bescheidenen Meinung nach gehört das Ding eher zu den Lorbeergewächsen, weil er halt das typische Lorbeerblatt hat. Dieses wachsartige, gummiartige Blatt, das dient als Verdunstungsschutz. Das heißt, das Blatt verbraucht erheblich weniger Wasser. Die Tatsache, dass die Dinger glänzend sind, wenn man sie hin und her bewegt im Licht, sorgt dafür, dass sie auch ein Stück weit die UV-Strahlung, also die besonders energiereiche Strahlung, zurückreflektieren, damit insgesamt weniger mit Licht in Verbindung kommen, mit dem energiereichen Licht, und weniger Photosynthese machen müssen und dadurch aber aber auch weniger Wasser verbrauchen. So, das irritiert mich. Ja? Ich bin ja gewöhnt, dass manche Kollegen Punkte auf den Baum malen, anstatt Streifen. Ja? Punkt heißt normalerweise auch Fällen, insbesondere wenn es davon 4 gibt, und das ist hier der Fall. Das ist also jetzt nicht, dass der Baum besonders sanft gefällt werden müsste oder sowas in die Richtung. Aber man sagt dem schwäbischen Teil von Baden-Württemberg, also das Württemberg, sagt man nach, dass die württembergischen Förster gerne lieber Punkte machen, anstatt einen großen Strich, weil Farbe kostet auch Geld. Und der Schwabe, der spart ja bekanntlich gerne. Und da wir hier im Badischen sind, im Erzbadischen, Alemannenland, Alemannischen eigentlich, ja, also streng genommen Alemannischen. Das ist ursprünglich mal was anderes gewesen als das Badische, aber heute sind wir hier schon sehr, sehr im Badischen. Ja, die badische Toskana, das Markgräflerland, ja. Und da würde man jetzt eher erwarten, dass Farbe kostet auch Geld, keine allzu weit vorkommende Vorgehensweise ist.
Oh, hoppla, und da ist die Zeit auch schon wieder rum. Und der Ben macht erstmal Pause, während er sich ein Tütchen heißes Essen aufgießt. Und nein, macht er nicht. Aber ich habe einfach gedacht, ich mache hier noch irgendeinen kleinen Pause- bzw. Ende-Screen sozusagen hinten dran, damit das nicht so ein abruptes Ende ist. Es ist nämlich ein Dreiteiler, kann ich schon verraten. Mein Weg durch die Wolfsschlucht. Ja, und in der nächsten Folge kommen wir dann vielleicht sogar auch in der Wolfsschlucht an. Und bis dahin rühre ich dann mal in meiner Tüte. Also, bis morgen.